Hallo liebe Sternenfreunde und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video über Venus und Merkur. Beide Planeten sind im April rückläufig. Die Venus noch bis zum 15. April und der Merkur wird vom 10. April bis zum 3. Mai rückläufig. Deswegen ist es ein guter Zeitpunkt, um sich mal die Wirkung und Bedeutung dieser Rückläufigkeitsphasen und auch die Unterschiede zwischen beiden anzuschauen. Beide Rückläufigkeitsphasen zeigen eine Tendenz an, unreife oder vorschnelle Entscheidungen zu treffen. Und dadurch muss man dann einige Schritte zurückgehen und Korrekturen vornehmen oder auch Entscheidungen revidieren, damit sich dann die Dynamik wieder vorwärts entwickeln kann. Und darin ähneln sich also die Wirkungsprinzipien der beiden Planeten. Die Unterschiede liegen darin, wie und warum es dazu kommt, dass Entscheidungen revidiert oder korrigiert werden müssen. Beim rückläufigen Merkur liegt es häufig daran, dass wir nicht genug Informationen haben oder Wissen in der Angelegenheit, um die es geht, um die richtige Entscheidung zu treffen. Ihr wisst ja, dass Merkur Kommunikation und Transport regiert. Und deswegen ist es ja mittlerweile auch bekannt, dass man zum Beispiel unter einem rückläufigen Merkur möglichst keine Verträge unterzeichnen soll, weil es eben dazu kommen kann, dass man eine Entscheidung revidiert oder dass noch Informationen auftauchen, die man nicht kannte. Oder eben auch, dass Post verloren geht, dass E-Mails verloren gehen und eben auch in Verhandlungen man aufpassen muss, dass man alle Informationen hat. Das wisst ihr ja wahrscheinlich mittlerweile, es hat sich inzwischen rumgesprochen. Bei der rückläufigen Venus ist es etwas anders. Da haben wir zwar die Informationen und die Kenntnisse, um eine Entscheidung zu treffen, aber es fällt uns schwer zu entscheiden, was für uns das Beste ist. Ja, darin ähnelt diese Phase so ein bisschen dem Charakter vieler Waagegeborener. Die Waagegeborenen sind ja dafür bekannt, dass sie sich immer schwer entscheiden können. Und die Waage wird von der Venus regiert und möchte immer die optimale Entscheidung treffen für sich selbst, aber auch für alle Beteiligten. Also die sieht sich ja immer im Beziehungszusammenhang. Und dann zum Beispiel typisch, die Waagen sind zu mehreren Partys eingeladen und überlegen so lange, wo sie hingehen sollen, dass am Schluss die Zeit verstrichen ist. Das wäre so eine Sache. Und das kann uns eben mit rückläufiger Venus auch passieren. Und dabei geht es auch oft um unsere Werte. Ja, die Venus steht ja nicht nur für Liebesbeziehungen, sondern auch für die Werte, die wir da reinbringen, was wir für gut und richtig halten und auch die materiellen Werte übrigens. Also zum Beispiel könnte der Gedanke sein, gebe ich dieser Beziehung noch eine Chance, obwohl ich enttäuscht wurde, oder stehe ich zu meinen Werten und Prinzipien und beende die Beziehung? So eine Entscheidung zum Beispiel. Es kann auch sein, dass wir unrealistische Erwartungen hegen. Wenn die Venus rückläufig ist, tun wir deswegen gut daran, unsere Erwartungen ein bisschen herunterzuschrauben. Denn es ist doch besser, positiv überrascht zu sein, wenn es gut läuft, als enttäuscht zu sein, wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Das gilt für unsere Beziehungen, aber auch finanzielle Entwicklungen können davon betroffen sein, denn die Venus steht auch für materielle Werte und Geld. Ja, so viel also zu Venus und Merkur, wenn sie rückläufig werden. Und wie sich das für eure einzelnen Sternzeichen auswirkt, das erfahrt ihr in meiner kosmischen Schwingung und in meinen Sternzeichen-Videos im April. Alles Gute mit den Sternen!